Guten Tag, hier spricht euer Peter Gaming. Heute sind wir ganz nah dran am FC, am Dortmund. Sorry Leute, an Dortmund sind wir so nah dran, Leute. Wir sind nur noch 2 Punkte hinter Dortmund. Das heißt, wir brauchen noch einen Sieg und Dortmund wieder verliere. Dann wäre es natürlich traumhaft, wenn wir das schaffen könnten, heute zu gewinnen nochmal. Schönes Spiel zu gewinnen, wenn wir gewinnen können. Und dann schauen wir einfach, was mit dem FC Bayern in der Geschichte weitergeht. Weil ich, da bin ich richtig gespannt, Leute, was wir da noch alles machen müssen mit dem FC Bayern. Und im DFB-Pokal sind wir auch noch dabei, Leute. Und das ist natürlich das Wichtigste, dass wir im DFB-Pokal auch dabei sind noch. Und dann haben wir noch gute Chance, deutscher Meister zu werden oder auch Pokalsieger. Aber ich jetzt sage, vor dem Spiel ist nach dem Spiel und es muss erst trainiert werden und dann kann man gewinnen. Dieser Club hat schon immer zur Elite gehört. Genau, wir müssen hart trainieren, um hart. Alle andere. Klarer Fall. Los jetzt. Heute üben wir das 1 gegen 1. Okay. Holt alles aus euch raus. Volle Intensität. Das muss aussehen wie. Oh, Torschuss. Oh, wir machen Torschusswettkampf. Okay. Bemo. Alter, was ist denn mit Müller los? Ah, schade. Oh, Alter, wir müssen es noch im Alter messen. Hä, wir waren echt schlecht. Oh, super. Oh Mann, zweimal daneben. Oh Mann, alle haben da optimal. Gut, können wir weiterspielen, Leute. Torpass herausfordern. Oh meine, was für Dinger wir machen müssen, heute trainieren müssen, alter Schwede. Alter, oh Mann, nicht viel gefehlt, Leute. Oh meinen. Ah, manchmal trifft man echt schwer. Oh, Alter. Ah, meine. Alter, da bin ich echt nicht gut in dem Spiel. Jetzt müssen wir vorsichtig spielen. Super, Hammers gibt doch noch gepackt, Leute. Ich hab's nicht gedacht, dass wir das schaffen können hier.
Oh, Twiplings immer Aufstieg, sonst haben wir noch keinen Aufstieg. Schade. Sehr gut. Genau diese Intensität will ich auch im Spiel sehen. Dann kann uns keiner schlagen. Okay, dann können wir mal weiterspielen. Mal gucken, gegen was wir heute spielen. Spielen wir im DFB-Pokal? Sehen wir da mal. Bin mal gespannt. Ne, sieht so aus, dass wir kein DFB-Pokal. Ah, gegen Hannover 96 müssen wir spielen heute. Das heißt, wir brauchen Siege. Wir brauchen Siege, Leute. Siege, Siege, Siege. Mit dem Sieg werden wir Tabellenführer wahrscheinlich. Ja, wenn nicht Dortmund gewinnt. Jetzt, und wir müssen eins sein, Leute. Wir müssen auch ruhiger spielen, weil gegen in Berlin wollten wir zu viel, Leute. In Berlin wollten wir einfach viel zu viel. Und das war halt, glaube ich, das Problem, Leute. Wir wollten zu viel. Zu viel in Berlin. Und heute müssen wir ein ruhiger weiterspielen, so wie die anderen Spiele, wo wir gewonnen haben. Ruhig spielen, konzentrieren. Dann haben wir eine Chance. Wir haben mehr Tore, mehr Tordifferenz, nur noch die Punkte sind jetzt nur noch vor uns. Nur noch die Punkte fehlen nur noch. Und hoffen wir mal, dass wir heute ein schönes Spiel mit dem FC Bayern machen können. Und Müller 3 Tore schon gemacht. Alter Schwede, in den letzten 3 Spielen. Das ist nicht schlecht, wir müssen aber weiter gut spielen, Leute. Weiter aufspielen. Top, Mann. Wir sind noch nicht am Zenit, Leute. Wir haben noch eine Chance, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Abseits, aber abseits. Ah, schade. Rob. Mist. Hätte ich Robben weiterspielen sollen vielleicht. Wäre vielleicht effektiver gewesen. Ganz ruhig bei. Alter, das Robben aber voll weit in der Mitte spielt. Ist abnormal, wie weit in der Mitte das spielt Robben in Ribéry. Alter, Alter. Mann, warum pfeift denn der Schiedsrichter, Doni? Das war ja. Alter, das. Oh Mann, es läuft wieder so wie gegen Berlin, glaube ich.
Ah. Boah, Alter, dort Bayern gerade Glück hat, alter Schweizer. Warum hat er nicht geflankt, Robben? Ribéry, ich habe ja auf die Flanktaste habe ich gedrückt, aber irgendwie wollte er passen, wollte Robben keine Flanke machen. Wollte er einfach keine Flanke machen. Alter, Mann, Mann. Bayern hat Top-Chance, aber... Alter Ribéry, Mano Mena. Oh. Bayern hätte mit Ribéry 1-0 führen müssen, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Aber sie kriegen, sie machen so umständlich. Die haben so umständlich gespielt, der FC Bayern, finde ich. Oder Leute, muss man sagen, ein bisschen umständlich. Und Robben wollte einfach eins, er wollte das Tor machen und er ist durchgelaufen und Bayern führt 1-0. Oh Mann, das Tor war jetzt sehr wichtig für den FC Bayern München. Oh, alter Schwede, das ist Durchhaltevermögen von Arjen Robben, alter Schwede. Und jetzt Leute, dürfen wir kein Gegentor kassieren, wie in Berlin, Alter, dort, wo macht Berlin, haben wir 0-0 gespielt. Wollten wir zu viel. Heute sieht es auch so aus, dass wir zu viel wollen. Sieht so auch so aus, dass wir zu viel wollen für den Bayern. Hopp, Handa muss mehr mitspielen.
Schlechter Pass? Das war eigentlich ein... Ich finde, schlecht war der Pass jetzt nicht so, dass man jetzt Minuspunkte kriegen musste. Leute, Leute, mir führt und dann macht er so einen Scheiß. Alter, okay. Ein Vorderhelmer jetzt, Leute. Vital kommt, der Kämpfer. Der Kämpfer, Alter. Der Oh Mann, wieder so ein verkackter Pass wieder. Oh Mann, oh Mann. Aber es sieht gut aus für Bayern heute für den Sieg. Abseits oder was war's? Was? So Leute, ziehen wir jetzt. Oh Mann, warum müssen wir jetzt ausgewechselt werden? Oh, das ist so bitter. Aber wir haben gut gespielt, nicht richtig erfolgreich, muss man sagen. Aber wir haben gut gespielt. Oh, Hanik ist verletzt. Ich hoffe mir mal, dass wir die letzten 6 Minuten kein Gegentor kassieren, Leute. Das wäre bitter. Guck mal, 83 Minuten gespielt, Leute. Das ist eigentlich lang. Okay, man. Okay, in der Bundesliga ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, finde ich, als in der Major League, wo wir ja gut gespielt haben. Achtung, Bayern, oh Mann, vorsichtig, Bayern, Robben, gut, Robben, gut. So, sind wir jetzt dran oder sind wir ganz nah dran? Wenn, und es sind 2 Minuten werden nachgespielt. Okay, 2 Minuten. Abseits. Ah, Mann. Schade für Bayern. Aber es sieht gut aus für den FC Bayern. Es sind nicht mehr lang zu spielen. Bayern führt 1-0 hier in Hannover. Und somit schaffen die vielleicht.
Zehnmal an der Tabelle spielte. Das wäre natürlich der Traum aller Träume. Und es ist abgefischt. Der FC Bayern München gewinnt hier in Hannover das wichtige 3-Punkte-Spiel. Es war wichtig, die 3 Punkte waren wichtig für die Bundesliga, für die Karriere des FC Bayern und natürlich für Handa. Bayern hat glücklich 1-0 gewonnen durch einen energischen Arjen Robben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Bayern Tabellenführer ist. Das wäre natürlich ein Traum, wenn Bayern München Tabellenführer wäre. Schauen wir mal. Bin ich mal gespannt. Hoffen wir mal. Keine Tore leider und keine Vorlage, aber naja. Alle die 15. Gut, Teamkollege, sie macht fast. Okay, okay, Bildeinnahme, ein paar Spieler verloren, ein paar Fans. Okay, macht auch nichts. Oh, knapp Tempo auf knapp Tempo nicht bekommen. Schade, das ist, naja. So, jetzt schauen wir noch, was jetzt noch passiert mit dem FC Bayern München oder nicht mit dem FC. Haben wir Zimmer Tabellenführer? Das wäre ein Traum. Tabellenführer, ja oder nein? Leute, wir sind Tabellenführer, wir sind top, alle, wir haben es gepackt, Leute, wir sind Tabellenführer. Aber Leute, ich würde sagen, wir spielen erst beim nächsten Mal weiter. Somit sagt euer Peter Gaming, tschüss, bis dann und Pichi, bis dann.